Hi meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Bei mir ist Sonntag Mahltag und deswegen dachte ich mir, heute ist die Welle dran. Für die Welle habe ich wunderschöne Blautöne vorbereitet. Wir arbeiten heute mit den Farben von Amsterdam und wir haben Prussian Blue, Himmelblau, Fallandblau, Türkisgrün, Türkisblau. Also wir können uns total austoben. Wie ihr gut sehen könnt, ich habe hier schon eine weiße Base vorbereitet. Die werden wir nur noch kurz von den Luftbläschen befreien. So. Wunderbar. Und dann können wir schon losstarten mit unserer Welle. So. Nach und nach werde ich jetzt hier die Farben layern. Wir brauchen tatsächlich gar nicht so viel, weil die Farben heute ziemlich flüssig sind. Zum Mischverhältnis kann ich vielleicht noch sagen, ich habe heute 1:1:2 gemischt. Dementsprechend, wenn ihr das nachpüren möchtet, ist es ein ganz guter Wert, an den ihr euch halten könnt. Und natürlich brauchen wir noch ein bisschen dunklere Farbe. Jawohl. Der Ozean macht auch, was er will. Also toben wir uns heute richtig aus. Vielleicht noch ein ganz kleines bisschen. So. Genau. Ganz zum Schluss nehme ich noch ein ganz kleines bisschen Weiß für ein paar Akzente. Da brauchen wir aber wirklich nicht viel, weil wir sowieso auf weißer Base arbeiten. Jawohl, das reicht und schon so weit, so gut. Okay, für die Wave brauchen wir unseren Haartrockner. Den habe ich mir hier schon vorbereitet. Und jetzt wünsche mir ganz viel Glück. Das ist immer ein bisschen tricky. Aber ich bin guter Dinge. Ich gebe mein Allerbestes für euch.
weit, so gut, ihr Lieben. Ich finde, man kann schon eine tolle Welle erkennen. Ich liebe diese Blautöne. Ich finde das immer so harmonisch, in einer Farbfamilie zu arbeiten. Also ich arbeite super gerne mit verschiedenen Rot-, Gold-, Brauntönen oder Blau, Hellblau, Dunkelblau, Schwarz. Das ist immer toll. Übrigens, vergesst bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet. Und jetzt werden wir gucken. Ich möchte noch ein paar kleine Details schaffen, gerade hier bei unseren Waves. Das werde ich mit dem Mund machen, da habe ich ein bisschen mehr Kontrolle drüber. Ganz vorsichtig. Oh, guck mal, was hier passiert ist. Ist aber überhaupt kein Problem. Wir können hier immer noch ein bisschen Farbe auftragen. So. Das ist überhaupt nicht schlimm. Gut. Wo ist er denn? Ja. So, jetzt cover ich hier noch ein bisschen die Ränder. Auch meine Base, wie ihr seht, ist heute wirklich sehr flüssig. Aber das macht die ganze Technik einfach ein bisschen leichter. So, meine Lieben. Wir gehen noch einmal kurz mit dem Torch drüber. Jawohl. Ja, das dachte ich mir. Okay, meine Lieben, ich meine, guckt euch das an. Ich finde, es ist eine toll gelungene Welle. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Schaut mal hier, es bilden sich ganz kleine Zellen. Obwohl selbstverständlich kein Selectivator in meiner Farbe ist. Die Farbe hat sich wirklich gut ausblasen lassen. Ich finde auch, wir haben die Form sehr schön getroffen. Und ich bin wirklich zufrieden damit. Ich hoffe, euch gefällt sie genauso gut wie mir. Wenn dem so ist, vergesst nicht, das Video zu liken. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos. Und dann, meine Lieben, noch einen wunderschönen Sonntag. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, ihr Lieben.